Einen wunderschönen guten Abend, Bremen. Ich werde euch gleich eine Frage stellen und ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr diese mit einem Nein beantworten würdet, sobald ich meine linke Faust in die Höhe recke. Ich hoffe, das hat jeder verstanden. Es geht jetzt los. Ich habe versucht, mich an das erste Buch meines Lebens zu erinnern. Hat das funktioniert? Nein. Hat das funktioniert? Nein. Hat das funktioniert? Deshalb blickte ich hinter meine Stirn, die Tür, hinter der mich die Wirrungen des Jetzt und Hier so wenig wie möglich verwirren. Dort türmen sich mathematische Regeln, Abende mit viel zu hohen Pegeln, Gesichter, Getränke und Gespenster, die mir einst das Hirn vernebelten. Direkt neben Terminen, zu denen ich nie erschien, neben endlos vielen, wirklich vielen Pornomagazinen, stapeln sich undurchsichtige Gardinen und dahinter Geburtstage von Ex-Freundinnen. 23.01., 25.03., 27.12., 27.12. Zwillinge, meine Freunde. Mir scheint, als ob ich absteige. Jetzt darf ich die Räume meines Kopfes festschreiben. Mit neuer Konzentration blicke ich bis in das dunkelste Eck, welches sich hinter den Kindheitsträumen und den Schatten der Menschen versteckt. Dort erstreckt sich, von zerrissenem, zerschlissenem Papier geknäuel verdeckt, ein kleines Bücherregal. Es ist an den Dielen festgeleimt, weil es sich festgereimt in dem Archiv, dass ich einst Gedanken rief, bis ich erriet, dass sie die Geister, wegen denen ich des Nachts nicht schlief, bis sie ausbrachen aus ihrem gedankengeschmiedeten Käfig und auf der Gefühlsebene randalierten wie die wilden Tiere, die mein Herz zerrissen, herzhaft innes bissen und wenn es dann verheert am Boden lag, ganz ungeniert drauf schießen. Diese Gedanken heraufbeschworen komme ich mir vor wie Winston Smith in Orwell's 1984. Das bisher Gewohnte beginnt sich zu verändern, die klaren Strukturen, die meinen Kopf bis eben bewohnten, verschwimmen an den Rändern und greifen nach mir. Bleibe nicht hier, spüre die Gier der Parteifunktionäre, die sich frohlockend aus dem Parteiunfug nähren, der sie zwingt, wie besessen zu versuchen, mich in ihre Form zu pressen. Und ich schlage eine Presse, nehme aus Akten, Schränken und Hechteln durch, um direkt in ein kleines Mädchen zu laufen, das mich verwirrt und mit groben Glotzen anstirnt. Es hat sich hier verirrt und findet nicht mehr den Weg zurück zum Kaninchen. Ein Zascheln und Rischen ertinkt aus den Büschen aus zerknäultem Papier. Hervorwühlt sich ein merksames Tier, die Augen geschlossen wie im Schlaf und nicht offen, das Fell verklebt wie mit Tee übergossen und eine Tasse zum Trinken desselben übergestülpt. Ein Schaukelschmaus, wie es sich vorwärts wühlt, doch als es gerade auf den letzten Zentimetern quiekt, das Mädchen. Sieben Schläfer! Das Tierchen hält inne, öffnet die Augen und entgegnet mit erregter Stimme. Wenn sieben Schäfer gleichsam sieben Väter mit viel Gezeter und dem Namen Miesepeter, sieben Schläfer und diese liebten sieben Käfer über sieben Meter trieben und trieben später über sieben Meter sieben Käfer, die liebten sieben Schläfer, sieben Väter gleichsam sieben Schäfer namens Miesepeter. Was hat denn ein Rabe mit einem Schreibtisch gemeinsam? Denk da mal drüber nach. Das letzte Wort gesprochen, gerade erst verstummt, senken sich des Tierchens Lieder wieder nieder auf des Tierchens Augengrund. Dann fällt es um und ist verschwunden. Denn wie an es gebunden fehlt auch vom Mädchen jede Spur. Was bleibt, ist nur ein dumpfes Grollen aus der Ferne, das heraufzieht wie aus dem dunklen Stollen eines Bergwerks. Mir ist, als wäre es gerade noch nicht da gewesen. Und mit ihm erheben sich die Konturen eines Schlosses. Mir ist, als wäre auch dieses gerade noch nicht da gewesen. Als hätte ich den Stein vor lauter Mörtel nicht gesehen. Doch es bleibt nicht einfach stehen, wie ich es erwartet hätte, sondern rückt unaufhaltsam näher. Und so wird aus der Silhouette schon bald eine Fassade, die prunkvoll zwar erscheinen mag, keine Frage, doch nicht gerade einladend. Die kalte Angst packt mich im Nacken, spüre ich, doch es kommt, um mir den Prozess zu machen. Weiß nicht um seinen König, weiß nicht um seinen Kaiser, weiß nicht um seinen Herren und weiß nicht um seinen Meister. Weiß nicht, in wessen Namen es mich verfolgt, doch weiß, laufe nicht los, so hat es Erfolg, drum renne ich los, so schnell es nur geht, doch merke schnell, es ist schon später, der ich mich versehe, erscheint es neben mir und verschlägt mich je. Blackout. Ich wache langsam wieder auf und um mich herum wird eine Stimme laut. Die erste Regel lautet, man redet nicht darüber. Die zweite Regel lautet, man redet nicht darüber. Und schon trägt man mich herüber in die Mitte eines Raumes, umringt von einer Menschentraube in hellster Unruhe. Die Stimme herrscht gekämpft, wird ohne Hemden und Schuhe. Noch am Boden werden mir diese abgenommen und einer meiner Schuhe fliegt zu einem Gnom, der gerade noch in der Ecke hockte, jetzt meinen Schuh fängt und mit seinen Tränen tränkt. Meister hat Dobby echte Kleidung geschenkt. Und ein bekanntes Gesicht tritt zu mir in den Kreis und die siebte Regel heißt, ich bin Johann Wolfgang, falls du es noch nicht weißt. Heute Abend hier, um Wack MCs zu schänden und wenn heute dein erster Abend im Fight Club ist, dann musst du kämpfen. Von den Rängen tönt Applaus, ich stehe langsam auf, Goethe gibt mir eine Faust und ich bin raus. Sicher besser, als dass ich mich unendlich verdichte schließlich. Gibt es schon eine unendliche Geschichte? Da stehe ich nun nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor dem kleinen Bücherregal.
Ihr erinnert euch? Um uns herum verteilt liegen aufgeklappte Buchrücken, deren Bruchstücke liegen endlos viele volle Seiten, die sich vor diesem Text noch im Regal aneinander reiten. Nur eines steht noch da auf dem feinen Mobiliar. Ich greife danach und sein Einband sagt, wir waren einmal der Brüder zwei. Wir sammelten so allerlei an Märchen und Meeren und Sagen. Und da wir nicht so jung gestorben sind, konnten wir sie in diesem Buch zusammentragen. Also schlag es auf und versink in unserem Märchenkind. Liebe Grüße und viel Spaß dabei. Jakob und Wilhelm Grimm. Dankeschön.